Hast du Bock, wart ab, denn jetzt geht es weiter mit der Funk Your Head Up Freestyle-Cypher. 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 Yeah, da kommen wir nochmal zurück. Der macht sich gerade schon warm hier, der Junge. Wir haben ja zwar Lock und Pete heute nicht am Start, aber der Nico hat herbe Bock auf Freestyle, deswegen darf er sich jetzt noch ein paar Zeilen loswerden können. Loswerden können, ob ich das kann, yo, das weiß ich nicht. Doch gerne hätte ich diesen Beat hier live im Biss noch bisschen lauter auf den Ohren. Yeah, 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 bisschen lauter auf den Ohren. Yeah, 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 yeah. Mr. Annie Doppel-K, Spitwoch-Programm. Ich fang jetzt hier gerade langsam gerade erst an. Die Leute sagen mir, der Dude, der kann schon freestylen. Ich bin dann immer unsicher, wenn die Zeilen nicht gut reinkommen, so wie gerade eben. Aber ey, fuck it, man, so ist das halt im Leben. Manchmal gut, manchmal schlecht, manchmal irgendwo dazwischen. Manchmal muss man sich da einfach einmischen und sagen, halt, stopp, Digga, du kommst hier nicht rein. Nein, mit deinem behinderten Reim kann das nicht sein. Es ist Mr. Annie Doppel-K-O-H, Spitwoch, ganz einfaches Programm. Wie ein Schluck Sodawasser geht das Lung runter. Einfach nur mal so und leid wird es immer bunter. Ich hab gesagt, ich fang gerade erst an. Als Beweis, dass ich das kann. Das war so Intro, Vorstellung. Die Runde einfach nur mal so meine Vorstellung. Von einer Freestyle-Cypher ist man past das Mic. Doch leider ist keiner von den beiden Dudes bereit, mich hier abzulösen, doch egal. Ich spitte immer weiter und mach den Scheiß verbal. Wie ein Strahl, direkt treff ich in mein Ziel, wenn ich will. Ah, und trotzdem bleib ich so chill. Bisschen easy auf dem Boden stehen, blauer Teppich. Warum rapp ich? Keine Ahnung, warum spreche ich? Das ist Kommunikation, einfach nur mal so. Komm mal ran, bitte beim Flown. Köln und Dortmund jetzt connected. Einfach nur mal so mit dem frischen Shit und Rap-Shit. Yo, live by Funk Your Head Up. Yo, wer ist der Typ, der das Mic schreddert? Keine Ahnung, ob es hier den Abend überlebt. Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass sie jetzt überlegt, ob man den Typ vielleicht das Mic noch einmal geben kann. Doch egal, was ihr denkt, ich mach den Scheiß hier ein Leben lang. Yeah. Dope, ja, das war die erste Runde, aber ich hab noch einen weiteren Beat für dich. Wenn du Bock hast, tob dich aus, Digga. Ich gebe mir mein Bestes, so ein bisschen aus der Übung. Trotzdem ist die Stimme auf dem Beat eine gute Fügung. Irgendwie passt das letztlich ins Konzept. Ja, ich weiß nicht, was ihr denkt so von Rap. Es gibt ja auch im Rap und in diesem Game so Sparten. Die einen sagen, sie sind krass und andere sagen, das sind Sparten. Und manche sind irgendwo daneben. Ist mir scheißegal, ich versuch den meinen Scheiß zu leben. Mich auszudrücken, um Gedanken auf Papier zu bringen. Und ich weiß, dass wir hier über diesen Beat live springen. Und wenn ich hier gewinn, nein, ist egal, wo ich bin. Ob im Studio, bei uns mit den Jungs in dem Keller. Keine Ahnung, meine Gedanken sind leider immer etwas schneller als meine Zunge, darum hink ich hinterher. Aber irgendwie dann doch den Bogen spannen ist nicht schwer. Yes zu dem Yo und Yo zu dem Yes. Wer hat fresche Raps und wer steht auf dem Fest? Und wer kickt irgendwelche Lines zwischen Arbeit und Job und Uni und dem ganzen Scheiß? Ich weiß es nicht. Ich versuch die Balance zu halten, einfach nur mal so die Fahne oben halten. Es gibt so viele Jungs im Umfeld, ich hoffe, dass ihr alle stehen bleibt und keiner von euch umfällt. Die Jungs haben gesagt, sie spannen den Kreis etwas enger und versuchen, alles was sie haben, zusammenzupacken und irgendwann was überkrasses zu backen und zu genießen wie Kuchen. Oh Gott, meine Gedanken verwirrt. Aber scheißegal, ich weiß, dass das noch was wird. Ich steh ja auch alleine vor irgend so einem Mikro. Ob das gut so ist, weiß nicht, doch Nico hat Lust weiter zu spitten und weiter zu rappen. Der Beat ändert und ändert sich und steht in irgendwelchen Ecken. Yo, was geht ab, yo, was geht ab? Es ist einfaches Programm, ich fange jetzt an und mache immer weiter mit dem Beat, weil ich das kann. Manchmal vergesse ich auch die Wörter, doch es ist ganz egal, denn ihr kommt hier nicht rein. Hey, Joris ist der Pförtner, der Typ wollte durch diese komische Mensa schlendern, doch das ist nicht drin. Einfach nur mal so, ich weiß, dass ich hier bin und alles, was gerade passiert, raushau. Und wenn ich irgendwie auch mal den Faden verliere und keine Reime habe, ist egal, denn wir sind noch hier. Und Grüße gehen an die ganzen Dudes von ihm im Keller, die das gerade hier hören und denken, hey, ich kann das schneller. Ja, kann ja sein, jeder rappt draußen schnell. Ich bleibe gechillt und rap auch nicht für Geld. Aber ey, 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 das ist ja auch kein Diss, denn ich hab's Gefühl, dass ihr wisst, wie das ist. Ich kenn den Locke, glaub ich, auch schon ein bisschen. Ich glaub, in ein paar Monaten machen wir zusammen live irgendwas. Ob hier oder woanders, ist egal, denn ich weiß, du und ich kann das.
Yo, was geht ab? Wir können das. Yo. Ja, aber dope, ich feier das. Yo, yo, yo. Live und etwas aus der Übung, aber immer wieder gerne. Ja, geil. Du kriegst jetzt direkt mal ein J-Field-Beat drum an. Oh. Yeah, yeah. J-Field, ich muss das kurz einordnen. J-Field, Punkt und Komma. Yo, yo. Ja, vor 12 Monaten war der Grund für mich nach Essen zu fahren. Irgend so ein Battle, um da kein Essen zu haben. Es gab nicht mal Freigetränke und auch kein Bier, aber es gab Raps und das feiern wir. Leider waren die Konkurrenten von mir dope. Ah, ich dachte, ah, scheiße, ich bin in Not. Ich glaube, ich sollte mich jetzt wieder verpissen, aber dann würden die mich online richtig dissen. Der hat den Schwanz eingezogen oder so. Aber dann dachte ich mir, okay, du hast ja auch ein bisschen Flow und hab mich da alleine auf die Bühne gestellt und hab mich einfach zu den Dudes da live gesellt. Und siehe da, ich hab das Ding gerockt. Das war irgendwie für mich auch ein Schock. Ich hätte das ja selber so gar nicht erwartet, aber schön, dass das passiert. Und immer anders als man erwartet und anders als man denkt. So ist es nun mal, es ist auch ein Geschenk. Und weil ich dieses Ding gewonnen hab, darf ich hier live im Radio rappen. Mit irgendwelchen Lines in meinem Kopf, die gar keinen Sinn ergeben. Aber ist egal, denn so ist das halt verheben. Yo, 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 live und direkt. Einfach nur mal so, wir feiern dieses Fest. Und ich bin live gerade auch etwas verwirrt, weil normal ist es irgendwie anders, wenn ich hier rap. Normal kommt immer einer und sagt, gib mir mal das Mic. Und ich denke, ey, sorry, ich bin noch nicht bereit. Ich hatte noch eine Idee, die wollte ich ja noch spitten. Und dann ist es schon weg und dann gibt es Competition. Dann denke ich, er hat mir das Mic genommen und so irgendwas gerappt und gesagt, dass ich das live hier auch nicht check. Aber jetzt bin ich ja hier ganz allein und rap stundenlang irgendein Schmock. Scheiß. Aber egal, ist ja gut so. Einfach nur mal so, Annie, Doppel-K und OH. Einfach mit dem Flow und direkt über den Äther ohne Konzept. Ich hab gesagt, ich kann ein bisschen freestylen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, doch die Leute checken die Zeilen und sitzen dann zu Hause und den dann analysieren. Ich weiß nicht, ob sie es letztlich auch kapieren. Keine Ahnung, wir können es ja mal probieren. Ihr könnt anrufen und fragen, wenn sie sich interessieren dafür. Keine Ahnung, ja. Die Leute lachen mich hier aus, aber ey, trotzdem lass ich das raus und kick das Haus. Einfach nur mal so, ey, so sieht das halt aus. Annie Doppel-K, Spitwalk, Freestyle-Action. For your satisfaction. Yeah, yeah. Sag dir jetzt zufrieden. Ich kann auch ein bisschen Englisch. Manchmal. Aber hier kannst du Deutsch sprechen, Digga. Yeah. Okay, dann bleiben wir halt national. Einfach nur mal so, mir ist das ja auch scheißegal. Ein bisschen Französisch wäre vielleicht auch noch drin, aber nee, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Dazu war das letzte Bier zu viel. Kriegst du hier. Kriegst du das noch hin? Die Wörter fließen wie im Nil. Ich glaube, ich bin schon raus. Peace von mir. Yeah. Yeah. Geile Scheiße. Ja. Applaus. Krass. Yeah, ja, so sieht das aus. Überheftig.